Fernglasvergleich. Die besten Feldstecher im Test. Ferngläser Kaufberatung. So wählen Sie das richtige Produkt aus dem Ferngläservergleich. Willkommen bei Bewertungen, Ratschläge und Tipps. Ich habe diese Bewertung basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung. Ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität und mehr. Wer in der freien Natur Vögel oder andere Tiere beobachten möchte, kommt bei den oft sehr scheuen Lebewesen nur mit einem Fernglas in den Genuss eines gestochen scharfen Blicks. Während Profimodelle vierstellige Beträge kosten können, finden Einsteiger bereits ab 20 Euro das passende Fernglas. Wichtig für längere Wanderungen ist unter anderem das Gewicht des Fernglases. Wiegen manche Modelle rund 1 Kilogramm, bringen es Federgewichte auf gut 200 Gramm. Für gute Sicht bei Dämmerung ist übrigens eine möglichst hohe Dämmerungszahl wichtig. Damit Sie es überall einsetzen können, sollten Sie auf möglichst kleine und handliche Modelle achten. Der Vergrößerungsfaktor spielt bei den Gläsern eine große Rolle. Sie sollten wenigstens auf eine zehnfache Vergrößerung achten, damit Sie auch alles gut sehen. Die Dämmerungszahl und Lichtstärke spielen eine große Rolle, wenn Sie während des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs besonders scharfe Bilder sehen wollen. Wie weit man mit bloßem Auge scharf sehen kann, ist von vielen Bedingungen abhängig. Dazu gehören beispielsweise die herrschenden Wetterbedingungen, die Höhe des Betrachters und die Lichtverhältnisse. In bestimmten Fällen jedoch ist es unerlässlich, dass wir auch Dinge in weiter Ferne noch klar und deutlich erkennen können. Wir haben verschiedene Produkte im Fernglasvergleich für Sie unter die Lupe genommen, damit Sie Ihren persönlichen Fernglas-Testsieger küren können. Wie Sie das richtige Modell für Ihren Einsatzzweck finden und was Sie vor dem Kauf beachten sollten, erfahren Sie in unserem Fernglas-Ratgeber. Ferngläser dienen dazu, entfernte Bereiche für das Auge näher heranzuholen. Sie erweitern somit die Reichweite des natürlichen Sehens um ein Vielfaches. Dafür werden im Inneren verschiedene Linsen verbaut, die das Licht brechen und bündeln, bevor es auf die Netzhaut trifft. Klassische Ferngläser bestehen aus zwei getrennten Röhren, eine für jedes Auge. Diese sind in der Mitte über einen Steg miteinander verbunden und lassen sich in der Regel auch auf den jeweiligen Augenabstand anpassen. Man bezeichnet diese Bauweise als binokular. Ein Fernrohr dagegen hat nur eine einzelne Röhre, es ist monokular. Während beim Fernglas beide Augen das entfernte Objekt sehen können, schließt man beim Fernrohr ein Auge, sodass man nur mit dem anderen in die Ferne blickt. Das wirkt sich nachteilig auf das räumliche Sehen aus, kann aber auch Vorteile haben. Vor- und Nachteile eines Fernglases im Überblick. Vorteile: guter und scharfer Blick in die Ferne, zur Beobachtung der Natur, Tieren und des Sternenhimmels. Hochwertige Nachtgläser sorgen auch im Dunkeln für gute Sicht. Nachteile: teilweise sehr teuer, und Handhabung erfordert etwas Geschick. Die ersten Ferngläser hatten noch große Ähnlichkeit mit Brillen. Damit die Menschen schärfer sehen konnten, wurden die sogenannten Stechbrillen erfunden. Später wurde daraus der Stecher, welcher beispielsweise im Theater zum Einsatz kam. Dieser wird auch als Opernglas oder Theaterglas bezeichnet. Schließlich setzte sich Fernglas jedoch als allgemeingültige Bezeichnung durch. Interessant ist auch, dass es im Englischen kein direktes Äquivalent zum deutschen Fernglas gibt. Dort wird vom Binocular Telescope gesprochen, wenn es sich um ein tragbares Fernglas für zwei Augen handelt. Das Monocular Telescope bezeichnet hingegen ein Fernrohr. Auch heute können Ferngläser für die unterschiedlichsten Hobbys oder Arbeiten genutzt werden. Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz die verschiedenen Einsatzbereiche und Varianten vor. So finden Sie das beste Fernglas für Ihre Zwecke und Ihren persönlichen Fernglas-Testsieger. Jagd. Den Jägern ist nicht jedes Tier zum Schießen freigegeben. Außerdem müssen Sie oftmals über den Bestand in Ihrem Wald oder Jagdgebiet Bescheid wissen. Aus diesen Gründen ist es nützlich, die Tiere aus der Nähe sehen zu können. Professionelle Jäger nutzen häufig unterschiedliche Jagdferngläser für den Tag und die Nacht. Besonders die Nighthunter-Serie von Steiner ist bei vielen Jägern beliebt, aber auch Leica-Ferngläser oder ein Fernglas von Zeiss kann natürlich hilfreich bei der Jagd sein.
Ornithologie. Das Beobachten von Vögeln ist ein entspanntes Hobby, welches über die Jahreszeiten ganz unterschiedliche Tiere zur Betrachtung vorbeiführt. Die Auswahl der Produkte wird hier auch vom Ort des Beobachtens beeinflusst. Für das spontane Beobachten beim Wandern kann ein anderes Fernglas zur Vogelbeobachtung notwendig sein, als wenn aus dem heimischen Garten herausgeschaut wird. Eine Alternative zum Beobachten stellt das sogenannte Spektiv dar. Dieses Spektiv fällt in die Kategorie Fernrohr. Wandern. Das Wandern ist der Müllers Lust. Aber auch andere Menschen erfreuen sich an der Natur. Beim Wandern muss abgewogen werden, ob das Produkt eher leicht sein soll oder ob Sie lieber ein Fernglas mit Bildstabilisator dabei haben möchten. Beides zugleich ist in der Regel nicht möglich. Meistens wird ein leichtes, kleines Fernglas oder auch Mini-Fernglas empfohlen, weil dort häufiger und länger durchgeschaut werden kann. Astronomie. Die Sterne haben den Vorteil, dass sie sich nicht bewegen. Ihre Position verändern sie nur langsam durch die Drehung der Erde. Dennoch können Sterne perfekt durch ein Astrofernglas, aber auch durch ein Teleskop beobachtet werden. Das Astronomie-Fernglas hat den Vorteil der Mobilität. Die maximal mögliche Entfernung spielt bei dieser Art von Vergrößerung eine wichtige Rolle. Auch heute noch müssen Bootsführer in der Lage sein, ihre Position ohne Peilsender und GPS feststellen zu können. Neben einer Gummierung sind insbesondere die Schwimmfähigkeit, Wasserdichte und der Trageriemen notwendig. Ein integrierter Kompass kann zudem nützlich sein. Militär. Auch für militärische Zwecke werden heute noch Ferngläser benötigt. Diese werden häufig in Tarnfarben angefertigt, damit sie vom Feind nicht gesehen werden können. Auch hier ist eine gute Tragfähigkeit notwendig. Freies Geländer kann mit einem Feldstecher nach möglichen Bedrohungen abgesucht werden. Vor allem die Linsen von Carl Zeiss Fernglas werden für militärische Zwecke eingesetzt. Theaterfernglas, Opernglas. Im Theater oder in der Oper wird der beste Ausblick häufig von oben genossen. Nicht selten sind die Sitzplätze aber weit vom Geschehen entfernt. Da die Aufführung auf einen festen Ort, die Bühne, fixiert ist, leistet das Opernglas hier unschätzbare Hilfe. Vom Gewicht her sollte es leicht ausgelegt sein. Reisen. Wer in einen Urlaub fährt, wo sich viel in der freien Natur, auf dem Ozean oder einfach an Orten mit einer schönen Aussicht bewegt wird, der profitiert ebenfalls vom Besitz eines Fernglases. Am besten eignet sich auch hier ein Taschenfernglas, das leicht zu verstauen ist und wenig Platz einnimmt. Kinder. Der eigene Nachwuchs ist immer mit einer gesunden Neugier ausgestattet. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land, mit einem Fernglas lässt sich das Leben in einer anderen Perspektive erleben. Beim Kauf von einem Fernglas für Kinder sollte auf Robustheit, Gewicht, den Abstand für die Augen und die Verarbeitung geachtet werden. Produkte, die merkwürdig nach Chemie riechen, sollten besser gemieden werden. Tipp: Mit einer Fernglas-App kann auch das Smartphone als Fernglasersatz herhalten. Ferngläser mit Zoom-Funktion werden nicht von speziellen Marken angeboten. Auch ein Bresser-Fernglas oder ein Carl Zeiss-Fernglas kann ein Zoom-Fernglas sein. Ein weiterer, neuer Fernglastyp ist das Fernglas mit Kamera. Dabei handelt es sich im wahrsten Sinne um eine Vereinigung von Fernglas und Digitalkamera in einem Gehäuse. Es werden also die Funktionen einer Digitalkamera in das Fernglas integriert, sodass Beispielbilder von seltenen Vögeln direkt festgehalten werden können. Sie besitzen in der Regel eine Auflösung von 1 bis 4 Megapixel und haben einen LCD-Bildschirm bereits eingebaut. Vergrößerungen sind meist von 7x bis 10x möglich. Der Objektivdurchmesser kann bis zu 50 mm betragen. Ein Fernglas wird für unterschiedliche Belange hergestellt. Gewicht. Das Gewicht ist insbesondere dann wichtig, wenn das Fernglas längere Zeit an die Augen gehalten werden soll. Die Jagd, die Vogelbeobachtung und die Astronomie seien hier als Beispiele genannt. Nikon Fernglas Echelon T51. Bei einer Vergrößerung mit x-10 können Objekte erkannt werden, die sonst erst mit einem Abstand von 100 Metern zu sehen wären. Die Angabe kann in Grad oder Metern erfolgen. Der Wert bezieht sich grundsätzlich auf einen Abstand von 1000 Metern.
Ein hohes Sehfeld ist besonders beim Sport und beim Beobachten von Vögeln wichtig. Steiner Ranger Extreme. Austrittspupille, AP. Das Sichtergebnis in der Dämmerung wird von der Größe der Austrittspupille beeinflusst. Bei geringer Helligkeit weitet sich die Pupille. Objektivdurchmesser. Eine Angabe in Millimetern, welche den Durchmesser des Lichteinlasses bezeichnet. Je größer, desto besser für das Sichtergebnis in der Dämmerung. Minox Fernglas. Dämmerungszahl. Die Dämmerungszahl ergibt sich aus der Vergrößerung und dem Objektivdurchmesser. Der Wert wird häufiger einfach als Helligkeit angegeben. Besonders beim Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder bei Nebel wird ein Wert von mindestens 25 bei der Dämmerungszahl empfohlen. Weiterhin sollte eine Vergrößerung von mindestens x40 erreicht werden. Savarius Marine Fernglas 7x50 mit Entfernungsmesser und Kompassnaheinstellung in Metern. Die Naheinstellung scheint paradox. Aber gerade in der Natur, wo vielleicht eine Biene beim Honigsammeln auch aus 2 Metern Entfernung möglichst klar gesehen werden soll, hat sie ihre Daseinsberechtigung. Boris Montana Fernglas, Naheinstellung ab 2 Metern, Wasserdichte. Ein wasserdichtes Fernglas ist ebenfalls für die Natur, aber auch beim Militär, der Marine und häufig auch für Kinder geeignet. Vanguard Spirit at 8420. Stoßfest. Besonders gummierte Ferngläser sind sehr stoßfest. Es stört nicht, wenn das Produkt einmal gegen eine Wand oder eine Kante prallt. Lichtstärke. Wird die Zahl des Objektivdurchmessers durch die Fernglasvergrößerung dividiert und dieses Ergebnis zum Quadrat genommen, ist die Lichtstärke ermittelt. Sie gibt die Eignung des Fernglases für die Dämmerung wieder. Steht in direktem Zusammenhang zur Dämmerungszahl und sagt im Prinzip das Gleiche aus. Dioptrienkorrektur. Ein Fernglas mit Dioptrienkorrektur erlaubt es dem Benutzer, beide Augen gleichermaßen, aber individuell scharf zu stellen. Selbst starke Sehunterschiede können so ausgeglichen werden. Ist keine Sehschwäche vorhanden, so wird der Okularring einfach auf Null gestellt. Entfernungsmesser. Ferngläser mit Entfernungsmesser lassen den Betrachter auch die Distanz zum Objekt einschätzen. Gummiarmierung. Eine Gummiarmierung ist für gewöhnlich geschützt vor Säure, Salzwasser und Ölen. Dies erweitert den Verwendungszweck und sorgt für eine Langlebigkeit des Fernglases. Tipp: Ferngläser mit Autofokus müssen nur einmal auf die Sehstärke eingestellt werden und stellen sich anschließend je nach Entfernung selber scharf. Ferngläser bieten dem Betrachter ein neues Blickfeld. Tatsächlich ist das Tragen einer Brille heute kein Hinderungsgrund mehr, um ein Fernglas zu benutzen. Variante 1. Ferngläser mit einem größeren Augenabstand erlauben Brillenträgern samt Sehhilfe durch die Linsen zu schauen. Variante 2. Inzwischen lassen sich die Augenmuscheln der Ferngläser auch separat einstellen. Es ist meist die rechte Seite, welche zur Einstellung der Dioptrien genutzt wird. So werden die Unterschiede zwischen beiden Augen direkt am Fernglas ausgeglichen. Die Vergrößerung hat nichts mit der Größe des Fernglases oder Fernrohres zu tun. Bei den Größenangaben wird zwischen Kompaktgröße, Mittelgröße und Originalgröße unterschieden. Kompaktferngläser. Kompakte Ferngläser sind leicht, einfacher zu tragen und haben einen sehr guten Qualitätsstandard am Tag. Für Sicht bei der Dämmerung oder im Schatten sind sie weniger geeignet, dafür kann ein solches Fernglas oft günstig erworben werden. Mittelgröße. Diese Größe verfügt über eine höhere Lichtaufnahme als das Kompaktfernglas. Die Modelle sind dennoch handlicher als die Originalgröße. Unübertroffen in Lichtstärke und Optik. Eine weitere Alternative stellt das monokulare Fernglas, sprich das Fernrohr, dar. Es ist nicht für längeres Betrachten geeignet. Dafür können schnelle Bewegungen nachvollzogen werden und auch das Gewicht ist oftmals sehr leicht. Auch anhand der Fernglasvergrößerung kann die Art des benötigten Hilfsgeräts bestimmt werden. Breite Sichtfelder werden für Bewegungen benötigt. Starke Vergrößerungen machen das Produkt schwerer und sind somit ungeeignet, wenn das Glas lange in der Hand gehalten werden soll. Außerdem fallen unter anderem die folgenden Namen: Olympus, Bresser, Nikon, Braun, Steiner, Vanguard, H,
Hamer, Bushnell, Celestron, Eschenbach Optik, Luger, Dörr, Minox, Omegon, Opticon, TS Optics, Yukon, Zeiss, Tasco, Canon, Swarovski, Dr., Seeadler, Jenoptik, Leica, Pentax Ferngläser, Vixen, Tipp. Nachtsichtgeräte oder Nachtgläser fallen ebenfalls unter die Kategorie Ferngläser. Ein Fernglas mit Nachtsicht sollte klein und kompakt sein und eine leistungsstärke Infrarotbeleuchtung integriert haben. Hier heben sich die Marken Bressa, Minox und Yukon positiv ab. Alles rund ums Fernglas. Welches Zubehör ist sinnvoll? Ferngläser können einen großen Wert besitzen. Sie sind zudem Arbeitsgerät und Hobbywerkzeug in einem. Kein Wunder also, dass es hilfreiches und nützliches Zubehör gibt. Trageriemen und Schwimmgurte. Wird mit dem Fernglas das Wasser durchquert? Dann ist ein Schwimmgurt genau das Richtige. Zum Fixieren am Körper genügt dagegen auch ein normaler Trageriemen. Achten Sie darauf, dass dieser auch robust genug ist, um das Gewicht des Fernglases zu tragen. Koffer und Taschen. Empfindliche und teure Produkte sollten in jedem Fall geschützt werden. In einer Tragetasche gibt es eine größere Stoßsicherheit. Auch vor Nässe und Verlust ist das Fernglas besser geschützt. Okulare. Für gewöhnlich verfügt ein Fernglas über eine feste Vergrößerung. Diverse Modelle können jedoch mit unterschiedlichen Okularen ausgestattet werden. Es handelt sich hierbei um einen Vergrößerungsvorsatz, denn zumeist wäre es unhandlich, ein Stativ oder Teleskop mitzuführen. Regenschutzdeckel. Der Regenschutz, welcher über die Gläser gespannt wird. Dies erspart lästiges Wischen vor dem Benutzen. Stativadapter. Hierbei handelt es sich um eine Befestigung für Ferngläser. Insbesondere teure Produkte mit umfassender Vergrößerung fallen durch ihr hohes Gewicht auf. Soll jetzt noch längere Zeit durchgeschaut werden, ist jeder über ein Stativ froh. Augenmuscheln. Nach Jahren der Belastung könnten die Augenmuscheln ihren Zweck nicht mehr erfüllen oder sogar abfallen. Oftmals kann kostengünstig für Ersatz gesorgt werden. Tipp: Wer die Sterne beobachten möchte, der sollte sich vielleicht lieber für ein Fernrohr oder Teleskop entscheiden. Dieses wird meist inklusive Stativ ausgeliefert. Wenn Sie möchten den Preis sehen und mehr erfahren über die besten Produkte, unten im Videobeschreibung finden Sie alle Links. Sie werden weitergeleitet. Sind Sie begeistert? Ich freue mich sehr über ein Abo. Wenn Sie die Glocke drücken, dann verpassen Sie kein Video.